Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Roblox-Projekt, und zwar den YouTuber-Simulator. Ich hatte schon mal, falls ihr euch erinnert, ein Video dazu gemacht. Nur irgendwie ist der Simulator dann irgendwie unter dem Tisch gefallen und dann unter dem Teppich gerutscht und dann habe ich mich nicht mehr darum gekümmert. Ja. Ich habe das alte Video gelöscht. Vielleicht habt ihr es. Wobei, ich denke mal nicht, dass ihr es mitbekommen habt. Es hatte ja schließlich nur zwei Aufrufe. Ist auch egal. Wir werden jetzt den YouTuber-Simulator aber spielen. Ja. Was geht das? Na, hä? The Close. Ach so, ich muss jetzt hier rausgehen. Ah, muss jetzt hier quasi. Ich muss jetzt die ganze Zeit Mist, kann man nicht. Ach, da gibt es jetzt so eine Spielerei, nee, kein Bock drauf, ne? Mal schauen, was please out bitte aus. Please out. Cool. So. Gut, für alle, die im Übrigen den YouTuber Simulator noch nicht gesehen haben. Was gibt's hier? Ah, bestimmt bessere Handys. Ne, Gaming-Stühle, lol. Im Übrigen, kleiner Funfact, ich sitze auch gerade auf einem Gaming-Stuhl. Oh, es gibt Möbel, gibt es einen Ofen? Es gibt ein Aquarium, gut, Queen. Okay, safe gibt es einen Ofen. Okay. Es gibt ein Venti. Es gibt eine Bar. Ja, ein Spiel. Ja, natürlich, wer kennt es nicht? Ein Getränkeautomat bei sich in der Wohnung. Ne, das haben YouTuber so. Im Übrigen. Mhm. Das ist normaler Standard. Eine Hand. Cool, aber an den Kamin wurde nicht gedacht. Schade. Das ist. Was ist. Okay. Cool. Also hier kann man sich quasi Möbel holen, Stühle, ein Waschbecken, eine Toilette natürlich, Leute. Toiletten. Toiletten sind wichtig. Oh, Kekse, lecker. Kekse, Kekse, Kekse. Das ist ja blöd. Das sind blöde Kekse. Wenn man da nicht rankommt. Cool. Grün. So, dann gehen wir da mal wieder raus. Und gehen mal hier, was ist denn das da drüben? Was ist überhaupt das hier oben? Kann man sich überhaupt Häuser kaufen? Mal schauen. Ah, cool. Total cool. Wirklich, also einfach nur krank. Musik. Ne, Musik will ich nicht. So, SD-Cards. Kann man sich hier holen. Ah ne, ah, hier kann man sich eine bessere Kamera holen. Und ein Computer natürlich. Hier gab es auch verrückte. Ja, hier die Holzkamera. Total gut. Gute Qualität. Was ist denn das? Ein Sack. Ein Sack. Was ist denn das? Ah,
Die Kamera kann man ja irgendwo her. Das hier sieht original aus wie so eine Weltkriegsbombe, wie eine Fliegerbombe. Das sieht aus wie ein Zünder von einer Fliegerbombe. Okay. Ja, das sieht aus wie ein Raketentriebwerk. Das auch. Ne, das hier könnten Laser sein, ne? Mit den ganzen Linsen hier vorne. Eine Untertasse natürlich. Ja. Also im Übrigen, man braucht 9 Bildschirme. Ne? Also ich muss ja sagen, ich bin gerade am Überlegen, wie viele Bildschirme man wirklich braucht. Also ich benutze halt einen. Wenn man jetzt streamen tut, ist einer nicht so geil, weil, kann ich es mal als Beispiel zeigen, du hast einmal das Spiel, musst dann immer mal in den Chat gucken und dadurch vergisst du in den Chat zu gucken oder du, also ist bei mir so, ich vergesse dann immer in den Chat zu gucken, wenn dann da eine Diskussion ist, ist das blöd. Deswegen braucht man schon mal zwei, eins für Spiel, einen für den Stream. Einen vielleicht auch, wenn man jetzt auf Twitch streamt zum Beispiel, brauchte man einen Bildschirm, um zu gucken, hängt es? Und wie ist der Chat? YouTube bräuchte man, wenn man da jetzt auch noch streamen tut. Und den vierten, keine Ahnung, könnte man Discord drauf machen. Ob man jetzt Discord unbedingt braucht. Also ich würde sagen, 3 Bildschirme reichen aus. Mir persönlich. Aber das hier ist praktisch. Hier könntest du das Spiel drauf haben und da dann den Chat. Ja. Ich persönlich spiele ja an einem Laptop, an meinem eigenen. Den habe ich von meinem eigenen Taschengeld bezahlt. Hollywood. Ja gut, YouTube hat jetzt nicht... Ah, guck mal da, ein Auto. Eine Tesla-Spule, cool. Ein Auto, ralala. Ist ein blödes Auto, es hat Auspuffe. Und ich denke mal nicht, dass das Attrappen darstellen sollen. Okay, auf ins Studio. So, wir haben ja jetzt sehr viele Fotos gemacht und die können wir jetzt hier alle hochladen. Ach du Heiliger. Kann ich sagen, mir geht das manchmal auf die Nerven, wenn ich Sachen hochladen muss. Vor allem, wenn man viele Sachen hat, das ist extrem nervig. Wer hier Roblox auf dem Handy spielt, hat natürlich die Karten ganz vorne. Ne, weil Roblox... Was war das da eben? Das sah aus wie ein Schokoriegel. Ey, das dauert und dauert, ey, das geht mir wirklich gerade so richtig auf die Nerven, ne? Das geht mir gerade wirklich total auf die Nerven. Also wir hatten ja schon mal den YouTuber-Simulator gespielt und damals war das noch nicht so. Ich habe das Video gelöscht, ne, weil ich jetzt das jetzt... Der Balken hier oben war, oh ne. Ich krieg die Kotze. Etting. Und bearbeitet der Dude seine Videos, seine Fotos. Gut. Ja. Also ich persönlich muss halt sagen, oh. 100 Fotos. Nee, Views. 105 Aufrufe quasi. Und ein Abonnenten. Was war das? Ist ja fast so ähnlich auf mir. Ey, wenn ich bei uns in der Klasse, haben einige TikTok, ne? Und dann sagen die, ja, ich habe schon 1000 Follower und so. Und ich denke mir einfach nur so, ey. Und du sitzt auf YouTube
mit deinem, mit über 350 Videos, ich denke, es sollten mittlerweile bestimmt auch langsam 400 sein, und hast 14 Abonnenten. Also ich muss sagen, bei TikTok geht das irgendwie schneller. Man muss aber auch dazu sagen, was mich halt dann auch immer so ein bisschen nervt, ich stecke mehr Arbeit in meine Videos, als wie wenn man so ein TikTok-Video macht. Gut, wenn man das jetzt extrem schneiden tut, dann schon. Aber ich denke mal nicht, dass jemand das macht. Also jetzt bei uns in der Klasse. Ne? Da wird es niemand machen. Guck, sieht man ein Abonnent und wie viele Videos habe ich jetzt hier hochgeladen? Also bei YouTube geht das wirklich verdammt langsam. Ist mir persönlich aufgefallen. Aber ich muss sagen, so mit Tanzen und so, ne. Das ist bei mir auf keinen Fall. Dazu muss ich auch sagen, ich habe auch ein paar Pickel. Dazu muss ich auch sagen, ich bin in der Pubertät. Da habe ich ein paar Pickel um die Nase. Und dadurch sieht das auch bei mir ganz bescheuert aus. Na, also ich muss halt wirklich sagen, mir geht das dann auch wirklich auf die Nerven. Naja. Oh, was kostet der hier? Ja, genau, was ist das für ein Sprung? Boah. So, können wir uns jetzt hier eine bessere Kamm. Nee. Aber ich muss sagen, sowas ist schon nervig, ne? Aber dazu, Allerdings ist halt einfach nur durch so kleine Videos, ne? Also ich nutze jetzt die App TikTok nicht, aber ich kenne sie halt und ich wüsste, dass das nur so kurze Videos sind. Mit so kurzen Videos kann man viele Follower gewinnen. Und ich sitze hier da mit meinen 20-minütigen Videos. Toll. Aber ich muss sagen, also tanzen ist halt nichts für mich, ne? Also sowas, was auf TikTok halt gemacht wird, das ist nichts für mich. Das Einzigste, was ich vielleicht machen könnte, weil ich back gern mal. Also ich back mindestens einmal in der Woche. Gut, letzte Woche habe ich gar nicht gebacken. Das war aber mal eine Ausnahme. Da könnte ich dann halt quasi solche Fotos oder sowas machen. Aber ich denke mal, das Backen, das will niemand sehen. Wobei doch bestimmt, ja, wobei es gibt bestimmt welche. Naja, also ist das hier überhaupt mein Studio? Tatsache. Ja gut, aber ich muss so sagen, 14 Abonnenten, also bis ich mal die 14 Abonnenten erreicht hat, ist auch ein Kampf, ne? Aber es wird schon. Also man muss auch dazu sagen, desto mehr Abonnenten man hat, desto schneller geht's ja. Weil die erzählen dann ihren Freunden davon und die sehen das dann und denken vielleicht, oh, der ist ja cool, abonniere ich auch mal. Ne, und so geht das dann schneller. Kann man die Fotos auch nicht einfach so hochladen? Vor allen Dingen, warum habe ich überhaupt schon Geld verdient? Vor allen Dingen, warum habe ich überhaupt schon so viel Geld verdient? Das ist ja die eigentliche Frage. Ah, ich kann nur einfach klicken, ja, das ist ja chillig. Und da mache ich mir Mühe, ne. Und 200 Teile ist was? Nee, nicht den. Der Müll.
Warte, remove. So, geht's jetzt? Ah, man muss die doppelt anklicken, cool. So, na dann, warum habe ich übrigens zweimal den schlechtesten Tisch? Oh, guck mal, ich gucke eine Wand an, cool. Total schön. Kann man sich auch Mitarbeiter holen? Würde mich jetzt mal... Hallo, ich wollte den Tisch da jetzt platzieren. Ah, ich muss stehen, so wie es... Ah. Hätte mir ja auch mal jemand sagen können. So close. Oh, guck mal, Leute, jetzt geht's aber. 3 Abonnenten. Mit 400 Views. Wie viel habe ich? Ich glaube 2000, ne? Also mit 2000 sollten wir dann so bei etwa 14 sein. Ihr könnt natürlich auch die Zahl 14 gerne mal erhöhen, indem ihr mal auf den Abonnieren-Button drückt. Würde mich freuen. Ihr dürft auf dem Video gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und falls ihr noch Videovorschläge habt, weil damit habe ich zurzeit auch immer ein Problem, schreibt die bitte in die Kommentare. Weil ich krieg langsam wirklich Probleme, Videos, also Ideen für Videos zu finden. So, nun die Frage, kann man da oben sich überhaupt Häuser kaufen? Ich denke mal eher schon. Ich könnte mir auch ein besseres Handy holen. Na, da gehen wir mal ein besseres Handy holen, oder ich meine, besseres Handy lohnt sich bestimmt. So, dann machen wir das mal kurz hier weg. Irgendwie, erst da muss ich raus. Ich habe schon ein bisschen mehr Geld. Ja, gut, so viel Geld habe ich jetzt auch nicht. Auch ein Monstig. Ist auch schön. Edit Videos. Yay. Gut, aber andererseits muss man noch sagen, wenn man einfach nur Fotos von sich selbst macht, Edit Videos. Ich muss mal meine Speicherkarte upgraden, fällt mir gerade ein. Ey, der hat schon 500, fast 600. Mit 4 Abonnenten. Wisst ihr, wenn das in Wirklichkeit so wäre, was dann große YouTuber wie Unge oder Monte verdienen würden? Das wäre Infinity Storage. Ja, genau. Hm. Ah. Hundert ist doch gut. Also da müssen wir jetzt natürlich so schön die Speicherkarte voll machen. Hier guckt mal, Leute, hier guckt, da ist die Gegend so schön. Hier cool, gell, total schön. Ich fotografiere halt wirklich auf die Gegend, ne? Ja, hier toll, auf ins Studio. Was haut sogar tatsächlich hin? Oder? Könnte wirklich sein, wenn man... Cool.
krass. Also, wäre jetzt wirklich krass, wenn wir bei 2000 Views da wirklich bei 14 sind. Weil wenn es danach geht, weiß ich ja nur, wie viele Videos ich machen muss, bis ich, weiß ich ja dann, wie viele Aufrufe ich da machen muss. Bis ich da mal endlich reich bin. Ne, wir sind jetzt bei 800. Das könnte aber bei mir auch hinkommen. Könnten ja mal auch schnell vorbei huschen. Ah, praktisch, ich lande direkt hier. So, genau, 14 Abonnenten und das passt sogar. Ich fasse es nicht. Krass. Okay, also wir sagen hier gerade vorher, wie mein Kanal aussehen wird. Ich bin mal gespannt, wie viele Aufrufe ich brauche, bis ich hier mal die 100 Abonnenten habe. Ich würde jetzt aber erstmal sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert auch gerne diesen Kanal, wenn euch dieser Kanal gefällt. Und schreibt auch gerne Vorschläge für Videos in die Kommentare. Und damit würde ich sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Also ich muss so sagen, ich persönlich denke auch eher. Es kommt nicht auf die Aufrufszahlen drauf an, sondern was man macht. Welche Qualität man hat. Und ja. Aber es ist wirklich krass, dass es so ein Zufall ist. Ich denke eher persönlich, also ob jetzt jemand abonnieren tut, das hängt nicht an der insgesamt Aufrufszahlen an. Ne? Es kommt drauf an, was man macht, welche Qualität es hat. Ne? Darauf. Nur so am Rande. Und damit bis zum nächsten Mal und ciao.